Neulich im Reiseplanungsbüro der deutschen Biathlon-Nationalmannschaft. Schlöter? Ja. Das geht so nicht. Die Reisekosten für die deutschen Biathleten viel zu hoch. Wir müssen sparen, ab sofort. Keine Flugtickets mehr, keine Dienstwagen für die. Ist das klar? Aber wie sollen denn die Biathleten dann zu den Wettkämpfen kommen? Ist mir doch wurscht. Lass es irgendwas einfallen. Mann! Hallo Arndt. Hallo Johannes. Was hast denn du da? Oh, das ist nur wegen der Sparmaßnahmen. So, da sind wir. So. Na, alles gut bei euch? Ja, passt. Alles bestens. Super Kekse. Ja, cool. Dann müssen wir euch nur noch auf normale Größe bringen. Moment. Mist. Ja, der Größenkonverter ist irgendwie kaputt. Bleiben wir jetzt so klein? Aber wir müssen doch trainieren. Mir fällt da was ein. Und, klappt das? Du, das ist ein kleines bisschen eng hier drinnen. Ja. Entschuldigung. Danke. Gerne. Schlöter. Schlöter? Ja? Wo sind denn jetzt die Biathleten, bitte? Ah. Die kommen per Ski hierher. Das ist kostenlos und gleichzeitig auch Training. Klingt nicht schlecht. Guter Mann. Ja, dann würde ich sagen, wir warten auf Sie und spielen in der Zwischenzeit vielleicht eine Runde. Kniffel! Kniffel! 5 mal die 4! Nein, eins davon ist ja eine 5. Tatsächlich. Na gut, aber da haben wir immer noch 4 Vieren. Nein, eins davon ist eine 6. Das bin ich jetzt. Na, ist ja auch egal. Ich gehe schon mal los. Sie warten auf die Athleten und geben mir Bescheid, gell? Also, tschüssle. Tschüss. Glück auf. Ihr seid ja wieder normal groß. Wie konntet ihr denn so schnell wieder wachsen? Wir waren im Wachstruck. Oder nicht?